herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch ein neues Update vom Ford F-Max. Geupdatet für die Version 1.41. Ganz frisch auf dem TÜV. Aus dem Steam Workshop. Und natürlich alles nachzulesen im SCS-Forum. So, wir haben jetzt hier auch ein Update dabei vom Soundmod von Kriechbaum. Der ist nämlich damit integriert. Das hören wir uns dann später noch genauer an. So, was haben wir denn überhaupt? Oder generell, Ford F-Max ist jedem bekannt, oder? Sieht man mittlerweile sehr, sehr, sehr oft auch bei uns auf den deutschen Straßen, was ich auch relativ gut finde, weil ich so schlecht finde, den nehme ich nicht. So, wir haben 4x2 in dem ganz normal. Dann haben wir ein bisschen höher gelegt und noch 4x2 extra Tank. Ansonsten ist hier ein Ersatzreifen mit dabei. Ne? So. Dann geht es weiter. Motorisierung sind 500 Pferde. Wir haben 6 Gänge mit Retarder und 12 Gänge. Mehr haben wir hier nicht. So, GPS haben wir hier Big. Dann haben wir ein Small GPS und ein Multimedia. Das ist dann das in der Mitte. Das lasse ich auch mal. Will mich dann gern lieber das Navi von SCS nutzen. So, ansonsten Farben sind, glaube ich, klar. Hier gibt es noch ein paar Skins mit dabei, die man vielleicht so kennt. Ford F-Max hier, zack. Truck of the Year 2019 und hast nicht gesehen und. So, kommen wir zu unseren Anbaupunkten, was wir alles haben. Tröten ist klar, auch hier die Standard von SCS, was auch soweit ganz gut ist. Hier haben wir übrigens die Spoiler für die Low-Deck-Variante, was auch ganz gut ist. Mittel, alles mit hier am Start. Oben noch interieurlich blau und dann die Rundumleuchten, aber die lasse ich mal weg. So, offizieller Truck. Offizielle Sonnenblende hier, ich weiß gar nicht, wo hier der Unterschied ist zwischen den beiden. Ah, Special Sonnenblende, Ford offiziell. Energy Need Standard oder dann hier lackiert. Dann interieurtechnisch, dazu kommen wir dann später. Lackiert, Chrom, lackiert, Original, der lasse ich mal die hier da. So, Wallace Interieur Add-on funktioniert auch hier im Ford F-Max, was ich toll finde, da kommen wir dann später noch dazu. Das finde ich auf alle Fälle schon mal schick. Ansonsten Kunststoff, lackiert, alles so, was man so braucht, finde ich auch relativ schick hier. Was haben wir hier noch mit dabei? Kunststoff oder lackiert? Muss ja nicht immer alles lackiert sein, ne? Sag ich immer. Truck of the Year 2019 habe ich ja vorher schon angesprochen, finde ich soweit gut. So, hell, dunkelchrom, lackiert, F-Max Logo. So, dann das F-Max Logo gibt es auch beleuchtet. Das wollen wir natürlich nutzen, weil es bestimmt witzig aussieht. Gucken wir mal. Das finde ich wiederum finde ich gar nicht so schlecht. Gut, ich bin jetzt hier nicht auf Chroma, aber wenn es hier noch Kunststoff wäre, würde ich wahrscheinlich noch glücklicher sein. Aber okay, wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. So, hier noch ein paar Lampen und gut ist. Hier ist dann dasselbe, auch teilweise lackiert. Hier, siehst du, da geht's, ne? Mit dem Kunststoff hier, mit dem Kunststoffzeug hier. Schade, dass es oben nicht geht. Finde ich eigentlich sehr schade, weil ich bin ja nicht so der Chrom-Fan. Aber es hätte zumindest gut ausgesehen, wenn es hier auch gewesen wäre, aber es ist hier leider nicht. Ach doch, hier, Kunststoff, teilweise lackiert. Ups. Da ist es mit dabei, das habe ich gemeint. Alles klar, gut. Das haben wir hell, dunkel, chrom, da ist es. Ach, dann wäre das oben auch besser gewesen, ne? Kunststoff, aber das, na, ist doof. Ich hätte mir das nicht gewünscht hier, aber dann habe ich jetzt F-Max Logo nicht dabei. Ich lasse mal weg, ausnahmsweise. Steht zwar dran, aber sieht man dann so schlecht. Egal, Dragonfly. Lasse ich jetzt mal kurz weg, dass ich nichts vergesse. Das haben wir schon angeguckt. Und dann hier noch lackiert, ist klar. Scheinen wir von dem Xenon. Was haben wir noch für Sachen dran? Schmutzfänger. Sting und Mirage und dann hier noch ganz klar versteckt diverse Kennzeichen. Da müsst ihr noch gucken, Ford F-Max, Russland, Türken, hast nicht gesehen. Hier ist aber ein Nummernschild dran, dann setze ich mal mit das von SCS mit dabei sein. Aber das muss überraschen. So, ansonsten ist das Flaggen-DLC, Kunststoff, gibt es übrigens die DLCs, müsst ihr euch dann alle im Steam Workshop runterladen, als Add-on, ne? Klar. Lackiert, Kunststoff, hell, lasse ich auch mal so. Das ist dann auch wieder lackiert, Kunststoff, chrom, hell. Bleibt aber auch so. So, hier, Verkleidung. Die kann man aber auch wegmachen. Zack, wenn man drauf keinen Bock hat. Ich bin ja nicht immer so der Fan davon. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das geht. Und dann hier unten hättet ihr dann praktisch diese Leisten dazu. Ne? Mache ich aber weg. Will ich nicht, brauche ich nicht. So, dann hier noch. Das finde ich auch gut, dass man das wegmachen kann. Spoiler bleibt. Das bleibt auch. Reifen bleiben. Was haben wir hier noch für einen Punkt? Lackiert oder Kunststoff. Hinten auch noch originale Lampen und dann hier noch die Schmutzfinger, die, ach, das sind die richtigen, die dann so aussehen. Also das mal zum äußeren Interieur. Moment, wir haben doch hier noch einen Lampenbügel. Die hätten wir fast vergessen. Habe ich denn hier noch die langen mit dabei? Ich muss mal schnell schauen, ob hier die noch mit dabei sind. Diese länglichen. Ja, heller Jumbo, die könnte man hier, weil die passen recht gut drauf, weil die halt nicht so groß sind. So.
Dann gehen wir mal ins Interieur rein, was wir hier noch alles mit dabei haben. Also das Standard-Zeug ist mit dabei, aber Wollis Interieur, und ich habe es vorher schon erwähnt, funktioniert ja gut, was ich ganz toll finde. Dann kann man nämlich, der LKW ist jetzt blau, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel blau nutzen und hier an der Seite dann auch blau. Ne? Sticht gut ab, passt. Auch hier Television ist dann hier oben versteckt. Hier sieht auch gut aus. So, Decke, Kissen, alles mit dabei von Wolli. Finde ich sehr, sehr toll und auch löblich, damit es hier auch im F-Max funktioniert. Ansonsten schauen wir mal, bleibt hier natürlich alles gleich. Die Glocks, wir fahren natürlich auf die Socken. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein paar Anbaupunkte, was jetzt ganz gut ist. Warum? Weil wir ja hier einige Sachen haben, ne? Die wir dann hier, gerade wenn man Wolle sein Interieur nutzt, dann sieht es natürlich alles sehr, sehr schick aus. Kann man ein bisschen Zeug reinstellen hier, ne? Zum Beispiel Kaffeemaschine oder so. Oder. Das finde ich soweit ganz gut. Das bleibt. Hier nehme ich das Navi, habe ich gesagt. Und Lenkrad bleibt auch. Ja, Standard-Kabinen-DLC ist klar. Da könnt ihr dann hier euer Zeichen machen, was ihr hier braucht. Und da noch. Genau. Und dann sind wir eigentlich soweit schon mal durch. Aber mir gefällt es gut, da im Interieur auch ein bisschen Leben mit dabei ist und das einfach richtig gut aussieht. Dank natürlich Wolli auch. Ne? Ganz klar. Hier nochmal geht ein Danke raus. Und dann schauen wir uns ihn jetzt mal in-game an. So, wir sind nun da. Hier haben wir unser Multimedia. Das ist das, was man aussuchen konnte. Entweder Multimedia oder Navi. Ich habe was Multimedia genommen und nutze dann einfach hier das Standard-Navi. Ansonsten, hier im Interieur gibt es natürlich im Dashboard-Bereich viele Funktionen, die man sich so anschauen kann, die ich auch sehr interessant finde. Ob das alles so eins zu eins original ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich noch nie im Ford F-Max gesessen bin. Ansonsten sieht das Interieur eigentlich soweit ganz okay aus und ganz schick. Sieht auch nach viel Platz aus. Ne? Wenn man das jetzt mal so sagt, hier haben wir noch ein Bett, was man runterklappen kann, und man hat hier oben trotzdem hier oben noch so ein paar Schränke drin. Das finde ich wirklich gut gelöst, glaube ich. Ne? Wenn du allein unterwegs bist, hast du hier mords viel Platz. Kannst deine Dreckwäsche reinmachen, hier deine vollgefurzten Unterhosen, Socken da oben, was weiß ich was, und hier dein Fresszeug. Also ist gut gelöst hier. Ne? Und Soundband, wie schon gesagt, von Kriechbaum. Zumindest steht so im Forum. Und macht eigentlich wirklich einen guten Eindruck. Also ich finde den Ford F-Max, wie schon gesagt, habe ich schon einige Male jetzt gesehen auf der Bahn. Und ich finde, der macht richtig einen sehr schönen Eindruck hier. Toll. Mit ein paar Anbauparts. Kommt da richtig gut rüber. Einzige, was mir hier... Fehler, was ich entdeckt habe, das sehe ich jetzt schon, das sehe ich an meinen vier Lampen, diese Add-on-Lampen hier in der Mitte, die helle Lampe, da ist das rechte unten, geht ein bisschen in den Grill rein, da passt der Slot nicht ganz, aber das gucken wir uns das gleich im Lichttest an, das werdet ihr nämlich jetzt gleich sehen, wenn wir jetzt hier im Lichttest reingehen. Jetzt erstmal hier natürlich das Tagfahrlicht und hier das Ford F-Max Logo, was hier sehr schön beleuchtet ist in Blau. So. Da sieht man, kann man es ein bisschen erkennen, ne? Es geht ein bisschen rein, stört zwar nicht ganz, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, ansonsten funktioniert natürlich hier wieder alles tadellos, brauchen wir nicht meckern. Lampen auch hinten, Rückwärtsgang. Achso, ich habe ja keinen Rückwärtsgang, so. Auch der Arbeitsscheinwerfer. Ich habe ja mein Ding nicht belegt jetzt. Ne? Rückwärtsgang, Arbeitsscheinwerfer, Bremse, Blinker, alles da, wo es sein soll. Gehen wir mal rein ins Interieur, wie sieht es hier aus? Gibt es also auch blaues Interieurlicht. Das leuchtet dann hier alles ein bisschen schön blau aus. Sieht auch soweit ganz schick aus. Ansonsten passt, würde ich sagen. Lichttest bestanden. Wir kommen jetzt hier mal zum Fazit. Also sehr schöner Soundmod hier mit dabei. Ich hätte jetzt ja den Spoiler noch hoch machen können. Habt ihr ja vorher gesehen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Aber sollte man natürlich. Ne? Da passt es auch hier besser zusammen. Aber der Soundmod von Kriechbaum ist schon der Hammer, oder? Ich will jetzt mal ganz ehrlich eure Meinung hören, was ihr zum Ford F-Max sagt. Ich finde ihn richtig gut. Mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Und ich bin nach wie vor sehr begeistert, dass der for free ist. Das muss man auch sagen. Er hat also großes Lob an das komplette Team, das die zusammengeschraubt haben. Ne? Echt tolle Geschichte.
Schönes Pfeifen am Turbo. Toll. So, wir fahren 82. Das stimmt sogar. Also das passt hier. Ne? Tolle Geschichte. Also wirklich toller LKW. Auch hier mit Wallis Interieur dann kompatibel. Tolle Sache. Das wertet das nochmal enorm auf. Toller LKW. Coole Sachen, das sind da mit dabei. Ne? Macht echt Spaß. Oder? Was meint ihr? Raus mit eurer Meinung. Ich finde auf alle Fälle klasse. Habt ihr noch Fragen zu dem Mod, dann einfach kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Forum oder im Steam Workshop. Link dazu alles in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann würde ich sagen, mal eine Runde mit dem F-Max rumdüsen. Der ist echt gut. Macht's gut, bis bald und adios.